und warten gespannt darauf, welche Schlüssigkeit für dich heute zauberhaft, danke, vielen Dank. Für die, die gerade erst eingeschaltet haben, unser heutiges Thema lautet, mein Vater ist ein Schwein und will die ganze Welt beherrschen. Okay, jetzt begrüßen wir Scott Evil. Hallo Scott, nett, dass du heute bei uns bist. Danke, Jerry. Erzähl uns von deinem Vater. Also mein Dad ist der Anführer einer weltweiten kriminellen Organisation, die sich vorgenommen hat, die Welt zu beherrschen. Das klingt ja ganz schön gemein. Wo ist er jetzt? Tja, er ist kryogenisch eingefroren und flitzt im Weltraum rum oder so. Glaubst du jedenfalls. Aber wir haben eine Überraschung für dich, Scott. Okay, Applaus für Scotts Vater, Dr. Evil. Sir, das riecht hier irgendwie nach Verwicklungen. Was gibt's denn, Sergeant? Hallo, Scott. Dein Daddy ist wieder zurück. Wie kannst du mir das nur antun? Und auch noch live im Fernsehen? Na, glaubst du, ich bin gerne hier, Scott? Warum hast du mich damals verlassen? Weil du ganz einfach nicht böse genug bist. Das ist die Wahrheit, Leute. Du bist nur kleiner Finger böse. Leere Eistüte böse. Du bist nicht die Butter, sondern die Margarine des Bösen. Du bist die Cola Light des Bösen. Nur eine Kalorie. Nicht böse genug. Was bist denn du für einer? So ein Perversling? Halt's Maul, du blöder Ist ja gut, nur keine Aufregung. Niemand redet so mit meinem Sohn. Ganz ruhig. Du dreckiges Zerfetz dir deine du schmieriges fettiges Stück Sau. Ich geb dir gleich eine in dein Du bist der von deiner Mutter aus dem Dreck gekrochen. Was soll das denn? Okay, alles friedlich. Ja, du bist der von deiner Mutter aus dem Dreck gekrochen. Ich bring euch alle beide um. Und jetzt zermanche ich dir deine Okay. Hören Sie, das ist eine Fernsehsendung. Alles klar, in Ordnung. Ich bin völlig ruhig, okay. Schaff den Penner hier raus. Dir gebe ich auch was, du... Du... Er hat mich gebissen, dieser Dreck... Dich ins Knie, du... Los, her damit. Die Welt gehört mir. Ihr schwitzenden Hämorrhoiden.